Jedes Mal, wenn du im Browser eine Webseite aufrufst, zum Beispiel freiheitsrechte.org, übersetzt im Hintergrund ein DNS-Dienst diese Webadresse in eine numerische IP-Adresse. Das heißt, wir brauchen DNS-Dienste, um uns im Internet überhaupt zurechtzufinden. Quad9 ist ein solcher gemeinnütziger, spendenfinanzierter DNS-Resolver, den alle Menschen frei nutzen können und dadurch in ihrer Privatsphäre geschützt werden. Und außerdem filtert Quad9 Malware- und Phishing-Attacken heraus und erhöht dadurch unsere IT-Sicherheit. Das Landgericht Hamburg hat eine einstweilige Verfügung auf Antrag von Sony Music Germany gegen Quad9 verhängt. In dieser einstweiligen Verfügung zwingt das Landgericht Hamburg Quad9, den Zugang für Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland zu einer Webseite zu sperren, die ihrerseits auf mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen verlinkt. Weil es sich hier um ein Eilverfahren handelt, hat das Landgericht Hamburg vor dieser Entscheidung Quad9 noch überhaupt nicht angehört und geht in diesem Urteil davon aus, dass Quad9 sich nicht auf den Ausschluss von der Störerhaftung berufen kann. Wir von der GFF sind überzeugt, dass DNS-Dienste wie Quad9 von der Störerhaftung befreit sind. Vor einigen Jahren hat der Bundestag die Störerhaftung für Internetzugangsanbieter abgeschafft, weil sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass es im allgemeinen Interesse ist, wenn zum Beispiel Vereine freie WLANs und solche Sachen für alle anbieten und sie nicht die Haftung für Urheberrechtsverletzungen übernehmen sollten. Dasselbe gilt natürlich auch für DNS-Dienste. Es wäre ja völlig unsinnig, dass man sagt, der Internetzugangsanbieter haftet nicht für die Urheberrechtsverletzung, aber der DNS-Resolver, der noch weniger mit der Urheberrechtsverletzung zu tun hat und für die Nutzung des Internets ja elementar ist, der soll für die Urheberrechtsverletzung haften. Deshalb unterstützen wir Quad9 in diesem Verfahren juristisch und finanziell, um diese einstweilige Verfügung rückgängig zu machen. Wenn dieses Urteil Bestand hat, wird es nicht bei dieser einen Netzsperre durch DNS-Dienste bleiben. Wir haben in Deutschland bereits freiwillige Netzsperren der Internetzugangsanbieter durch die CUI, die Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Wir von der GFF haben durch eine Informationsfreiheitsanfrage herausgefunden, dass die CUI bereits die Sperrung von 170 Webseiten plant. Das heißt also, so ein Dienst wie Quad9, wenn er einmal durch ein Gerichtsurteil zur Sperrung einer Webseite gezwungen wird, wird es danach zu vielen weiteren Sperrungen kommen. Und für Quad9 war bereits die Einrichtung dieser einen Sperre mit einem großen finanziellen und personellen Aufwand verbunden. Denn für so einen globalen DNS-Dienst ist es gar nicht so einfach, eine Webseite nur für die Menschen in einem Land zu sperren. Das heißt also, wenn dieses Beispiel Schule macht, dann werden sich entweder solche Dienste wie Quad9, die im allgemeinen Interesse unsere Privatsphäre und IT-Sicherheit erhöhen, sich aus Deutschland zurückziehen. Oder vielleicht schlimmer noch, sie werden das Gerichtsurteil aus einem Land über die Sperrung einer Webseite global umsetzen müssen, weil es technisch anders einfach zu schwierig ist. Das wäre natürlich eine Einladung für autokratische Regime, unliebsame Informationen global aus dem Netz zu verbannen. Du kannst uns und Quad9 bei diesem Widerspruch unterstützen, indem du dieses Video teilst und bei uns Fördermitglied wirst. Wie das geht, erfährst du unter freiheitsrechte.org/mitmachen.